Willkommen zurück zu Ni No Kuni 2. Ihr habt das letzte Mal entschieden, dass wir noch mehr Aufträge erledigen, bevor es mit der Story weitergehen kann. Sehr schön, okay, dann machen wir das doch auch gleich. Und ich würde sagen, als allererstes geht es mal darüber. Ich glaube, dass irgendwo da drüben, dieser Wald dort müsste das sein. Dort müssten wir bereits ein weiteres Talent rekrutieren können, wenn alles stimmt soweit. Sehen wir doch mal, ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Ist doch immer vielversprechend. Der Fürchterwald. Genau, hier soll sich ein weiteres Talent verbergen. Es wird auch schon angezeigt jetzt hier auf der Minimap. Dann sehen wir doch mal. Ah ja, okay. Nanu, sieht auch witzig aus. Brauchst du etwas von mir? Ich kann helfen, wenn du in der Umgebung jagen willst. Oh. Gehst du hier auf die Jagd? Ja. Ja, ich bin eine Försterin. Mit dem Bogen macht mir keiner so schnell was vor. Försterin, nicht schlecht. Möchtest du nicht zufällig für mein Land kämpfen? Nein, tut mir leid. Gosh. Du hast ja nicht einmal überlegt. Die Umstände zwingen mich dazu, hier zu bleiben. In letzter Zeit sind die Tiere im Wald sehr unruhig. Ja. Yeah. Ein Monster mit einem eigentümlichen Bogen scheint den Wald zu seinem Revier erklärt zu haben und stiftet nun Unruhe. Wer die Gesetze des Waldes verletzt, gehört bestraft. Allerdings versteckt es sich, sobald ich in der Nähe bin. Und ich kann ihm nicht hinterher. Denn wenn ich meinen Posten hier verlasse, entsteht sicher ein noch größeres Chaos. Ich werde hier gebraucht, deshalb kann ich dein Angebot leider nicht annehmen. Alright. Ich werde mich um diesen Störenfried kümmern. Mich kennt das Monster nicht und zeigt sich daher vielleicht. Da könntest du recht haben. Nun gut, wenn du das Monster erfolgreich loswerden kannst, dann komme ich mit dir mit. Dann gebe ich dir mal noch die nötigen Details. Das Monster nennt sich Schießer Fiebszeller. Jedenfalls nenne ich es so, sei auf der Hut vor seinen Pfeilen. Alles klar, ja gut, das klingt jetzt nicht unbedingt besonders speziell oder so. Lichter Antikbogen kriegen wir auch. Können wir auch direkt verfolgen, würde ich sagen. Genau, ihr seid ja schon gleich vor Ort. Mal sehen, das Gegnerniveau scheint hier sehr niedrig zu sein. Also wahrscheinlich ein Talent, was man sich schon sehr früh holen kann, wenn man möchte. Aber, ja, wie auch immer. Besser spät als nie, würde ich mal sagen. Ich schaue mich erstmal da drüben noch um. Irgendwann sollten wir auch nochmal diese ganzen Gnuffi-Schreine besuchen. Das wäre nämlich auch noch sowas, was man mal machen könnte. Vielleicht mache ich das mal als Zusammenschnitt. Ich meine, wir haben ein paar gefunden, aber meistens konnten wir halt nicht wirklich viel machen. Hier ist noch eine Kiste, sehr schön, hat sich also der Umweg gelohnt. Naja, okay, drei Entenfedern, ich glaube, das hätte man sich auch sparen können, aber gut, okay. Wer will sich schon über Loot beschweren? Einem geschenkten Gaul, ihr wisst ja, ne? So, und ich sehe gerade, lang dauert es nicht mehr, dann haben wir endlich mal unser Level 50 auch für Even. Und dann sind wir auch wirklich, glaube ich, auf dem passenden Niveau, um den weiteren Herausforderungen gewachsen zu sein. Aber ich bin immer noch so mega gespannt, wie wohl das Reich dann aussieht auf dem letzten Rang. Ich weiß nicht. Kannst du mir immer noch schlecht vorstellen? Ich bin einfach total neugierig. Und da drüben muss sich das Monster wahrscheinlich aufhalten. Wird wahrscheinlich eine besessene Kreatur sein, nehme ich jetzt einfach mal stark an. Ja, aber das mit den Knuffi-Schreien ist eigentlich wirklich noch eine gute Idee, dass wir das auch irgendwann nochmal in Angriff nehmen, dass wir auch alle Knuffis vielleicht bekommen. Mal sehen. Ah ja, ein besessenes Monster auf welcher Stufe? 22. Ja, können wir direkt machen, da brauche ich auch nichts verstellen. Wobei ich glaube, ich bin sogar noch auf Dämon eingestellt beim Equalizer. Aber wer Probleme hat, kann das natürlich, oh lol, immer einstellen. Ja, gut. Hat sogar gereicht, dass das Level noch steigt. Aber ja, das war klar, dass das jetzt nichts Außergewöhnliches wird. Aber wir kriegen immerhin eine ganz nette Belohnung. Und irgendwie hat Susi zum Schluss einfach ihr restliches Mana verbraucht. Einfach so. Warum auch immer. Hatte wohl Bock drauf. Alles klar. Einfach mal spontan. Tschüss, Mana. Weg mit dir. Naja, wenn sie meint. Alles klar, Leute. Dann haben wir jetzt gleich ein weiteres Talent. Moment mal. Doch, doch, ist schon richtig. Aber da drüben wäre auch noch was. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wird wahrscheinlich eh nur belangloses Loot sein, wenn überhaupt. Aber schauen wir es uns einfach mal an. So, mal wieder so ein enorm ruhiger Ort. Aber das ist klar, wir hätten das schon sehr früh theoretisch machen können. Das ist ja auch hier direkt neben Minapolis quasi. Klar. Aber schade, hier scheint jetzt zumindest nichts. Ah doch, da drüben. Ha. Also halt immer so relativ mit solchen Gebieten. Ob man da wirklich was rausholt, ist fragwürdig.
Wahrscheinlich wäre das hier jetzt ein relativ guter Gegenstand zum Beispiel gewesen, wenn wir das direkt erledigt hätten, als wir hier frisch angekommen sind oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Aber damit müssten wir jetzt dann 78 Talente schon haben. Und auf jeden Fall ist der Plan, dass wir heute definitiv auf 80 kommen wollen, wie auch immer. Und wenn es ein bisschen länger dauert, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall realistisch schaffbar. So geht das auf jeden Fall immer schön vorwärts mit unserem Königreich. Und da wären wir ja auch schon. Ha? Du hast es tatsächlich erledigt, so etwas hätte ich dir gar nicht zugetraut. Damit kommt der Wald hoffentlich wieder zur Ruhe. Ja. Ja, ist wieder sicher. Ach ja, du meintest, du könntest eine Försterin gebrauchen. Wie versprochen, komme ich mit in dein Land. In Sachen Jagd bin ich deine erste Ansprechpartnerin. Sehr schön, vielen Dank. Wunderbar. Katzenkorbissen. Man kann ja auch nochmal generell so ein bisschen jetzt zu sprechen kommen, auch auf Ni No Kuni und so. Was ich ein bisschen schade finde, ist bisher, dass auch die andere Welt überhaupt nicht großartig involviert war, ne? In Ni No Kuni 1 war ja noch sehr viel verbunden quasi miteinander. Da bist du ja auch mal wieder zurück quasi, ne? Und musstest da dann auch irgendwas machen, was teilweise auch sehr spannend war. Das finde ich ein bisschen schade. Weil mich würde halt vor allem auch interessieren, jetzt in der anderen Welt. Ich meine, seit dem Prolog haben wir davon ja gar nichts gesehen quasi. Wir wissen nur, es gab irgend so einen Raketeneinschlag. Man kann sich ja noch nicht mal hundertprozentig sicher sein, ob er jetzt wirklich hier tot ist oder nicht, ne? Das kommt auch noch dazu. Also der Roland jetzt hier speziell. Wir müssen mal kurz nach Katzbuckel rüber übrigens, ganz nebenbei bemerkt. Das ist die richtige Richtung, gut so. Da soll es nämlich auch noch ein weiteres Talent geben, aber natürlich nicht direkt drin. Da sollten wir eigentlich schon alles haben, glaube ich. Aber es sollte auch hier wieder eine weitere Grotte geben, ganz in der Nähe. Mal gucken, ob ich die direkt erwische. Ist das die hier unten vielleicht? Nee, das scheint die Kanalisation zu sein. Weiter. Ist das vielleicht nördlich? Ich bin gerade am Überlegen. Wenn wir irgendwo was Auffälliges sehen, dann sollten wir jedenfalls hier landen. Nee, das war es nicht. Das war dieser komische Lebensschrein oder was. Frag mich auch, ob der noch irgendeine Relevanz hat. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen das Land hier überblicken. Bin noch ein bisschen skeptisch. Ah, da drüben, das könnte sein, oder? Ja, stimmt, dann waren wir da aber doch schon mal. Ich glaube, da hat sich jetzt jemand niedergelassen. Und da müssten wir also theoretisch noch einen Auftrag zu erledigen haben. Ich glaube, wir haben damals sogar reingeguckt, aber manche Bewohner scheint es auch erst zeitversetzt zu geben, quasi erst nach dem Abschluss von bestimmten Kapiteln oder so. Und das scheint wohl was zu sein, was man dann erst sehr spät machen kann hier, genau. Jetzt haben wir hier auf einmal eine weitere Person. Das sieht ja witzig aus. Was machst du hier? Hey! Sieh mal einer an, Kunden habe ich hier selten, ich stelle Waffen hierher. What? Hier in der Höhle? Oh, da fällt mir etwas ein. Man sagt, es gebe einen genialen, allerdings etwas exzentrischen Schmied, der in einer Höhle haust. Er soll alle möglichen Waffen im Handumdrehen herstellen können. Es gibt ihn also wirklich. Sowas erzählt man also über mich. Ja, fühle ich mich fast geschmeichelt. Klasse, würdest du mit in mein Königreich kommen wollen? Wir brauchen ordentliche Waffen, um uns durchzukämpfen. Yeah. Ah, wenn ich eure Waffen aufbessere, könnte ich euch sicher weiterhelfen. Wobei das Entscheidende doch eigentlich nicht die Stärke deiner Waffe ist, sondern wie du zu ihr stehst. Mit anderen Worten, du möchtest dir von der Einstellung des Trägers ein Bild machen, oder? Das ist tatsächlich etwas exzentrisch. Ja. Yeah. So ist es und dafür habe ich eine kleine Aufgabe. Stellt eine Menge Nahkampfwaffen in eurem Königreich her. Sagen wir 30 verschiedene, um mir zu zeigen, wie ernst es euch ist. Hm. 30 verschiedene Nahkampfwaffen? Das nenne ich mal eine Herausforderung. Was denkst du, Ivan? Packen wir es an? Ach, sowas ist das mal wieder. Naja, okay, da müssen wir also quasi dann zurück. Sorgt mit enormer Körperkraft für zusätzliche Expertise in der Waffenwerkstatt. Sehr schön. Den brauchen wir auch. Ich weiß jetzt nicht mehr speziell für was, ob es auch Nahkampfwaffen waren oder Fernkampf oder irgendwas. Jedenfalls brauchen wir ihn für eine weitere Forschung quasi dann. Und das macht ihn automatisch sehr wertvoll für unser Königreich natürlich. Alle, die die Forschung vorantreiben, sind auf jeden Fall mit am gefragtesten. Und ich glaube, aus dieser Höhle sollten wir ihn schon befreien, oder? So, dann sollten wir, glaube ich, in der Zwischenzeit erstmal was anderes machen, weil das ist wieder sowas, das kann sich ein bisschen ziehen, eventuell. Hier, das hier zum Beispiel, den könnte man, glaube ich, auch sehr früh schon rekrutieren. Der Boris, der hält sich hier noch irgendwo auf. Nehmen wir ihn mit, ich meine vor allem bei den Luftpiraten. Ich dachte eigentlich, dass die alle schon rüber sind, aber vielleicht wollten manche ihre liebe Heimat hier doch nicht verlassen. Muss ich jetzt hier runter? Ach so, weil er auf der unteren Ebene sich befindet. Oh. Wird das doch separat angezeigt? Ach so, aber hier gibt es keinen offenen Auftrag anscheinend. Dann passt ja alles. Hätte ja noch sein können. Also Boris, was ist denn los, oder?
bisschen schüchtern. Eben hast du mich verfolgt. Aber natürlich, das ist doch sonnenklar, dass du was auf dem Herzen hast. Und deshalb bist du extra nachgelaufen? Yes. Klar, was wolltest du mir denn sagen? Du hast angefangen mit, ich hätte da... Ehrlich? Aber du hast doch bestimmt was Wichtigeres zu tun. Also, ich wollte fragen, ob du... Ach du meine Güte. Oh. Ich kann nicht, ich schaff's einfach nicht, das wäre viel zu peinlich. Oh. Jetzt ist er schon wieder weggerannt, ihm nach. Okay, also ein ganz schön lästiger Typ, weil wir einfach immer hinterherrennen müssen. Na, großartig. Ich meine, das ist zumindest mal wieder ganz nett. Wir können uns erfreuen an dem Anblick hier, dass wir mal wieder im Lager der Luftpiraten sind. Das ist doch auch ganz schön. Nichtsdestotrotz. Ich weiß auch nicht. Na komm schon. Wie lange willst du mich denn noch quälen? Lass mich doch einfach in Frieden. Aber ich kann doch als König nicht einfach wegsehen, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Erzähl mir doch, was los ist. Du kannst mir vertrauen. Also, ich wollte dich fragen, ob du mir hilfst. Ja, weiter. Och du meine Güte. Ich halt's nicht aus. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Ich kann ihn jetzt schon nicht leiden. Den stecken wir zu den Bergarbeitern. Nee, Spaß beiseite. Mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, was er überhaupt kann. Vielleicht kann er das ja zufälligerweise ganz gut. Mal sehen. Da drüben steht er jetzt rum. Hi. So, mein Lieber, jetzt kommst du nicht mehr raus. Ah, Shanti, du auch noch. Ihr werdet mich wohl nicht in Ruhe lassen, bis ich es ausgespuckt habe, was? Boris, jetzt nimm mich ein bisschen zusammen und erzähl uns, was los ist. Wir wollen dir doch nur helfen. Also gut, ich sehe es ein. Ich stelle mich meinem Schicksal wie ein Mann. Yeah. Ha, das klingt doch gleich viel besser. Also, ich habe eine Bitte an dich, Ivan. Ich wollte fragen, ob du mir hilfst. Ob ich dir helfe? So... Ob du mir hilfst, einen schönen neuen Acker anzulegen in Minneapolis? Hm? Einen Acker? Oi. Genau. Ich kann einfach nicht so gut mit Leuten umgehen wie Pierre und ich bin auch nicht so stark wie Carlo. Ich bin als Luftpirat eine ziemliche Niete, aber ich will trotzdem etwas Nützliches für euch alle tun. Und da habe ich mir gedacht, es gibt doch eine Sache, in der ich gut bin. Und das ist Ackerbau? Genau, da macht mir so schnell keiner was vor. Ein frisches Gemüse kann wirklich jeder brauchen. Mm. Boris, ich finde das eine prima Idee. Natürlich helfe ich dir dabei. So jemand wie du fehlt uns noch in Minneapolis. Thank you very much. Vielen Dank, Ivan. Du wirst sehen, mein Gemüse ist das Beste. Na also, endlich der Nächste. Der Boris. Meine Güte. Ganz schön anstrengender Typ. Aber jetzt geht's erstmal nach Minneapolis. Ich bin mir ziemlich sicher, nie so viele Waffen hergestellt zu haben. Aber das können wir natürlich schnell nachholen. Kein Thema. Das lässt sich einrichten. Okay. Also, Leute. Also, Quatsch. Was mache ich denn hier? Ich könnte nach Forschung nochmal gucken. Egal, das mache ich offscreen. Schauen wir erstmal, dass wir die Waffen herstellen. Ja, einfach mal alles Mögliche. Nummer 1, ich cut euch das gleich, also bis gleich. So, da wären wir auch schon wieder zurück. Ich habe also alle Waffen hergestellt und damit sollten wir ihn jetzt rekrutieren können, womit wir auch 80 Personen endlich haben. Also ein wichtiger Meilenstein wieder für uns. Oh, du scheinst dich ziemlich vielen Waffen gestellt zu haben. Ich kann es an deinem Gesichtsausdruck sehen. Gosh. Kann man mir das wirklich ansehen? Ja, warum wärst du denn sonst wieder hier? Ich bin beeindruckt. Heißt das, du kommst wie versprochen mit in unser Königreich? Darauf kannst du wetten und ich werde die besten Waffen für euch anfertigen. Thank you. Vielen Dank, das freut mich sehr. So, sehr gut. Rohe Gewalt bringt er mit sich. Genau das, was die Schmiede jetzt quasi noch braucht. Und damit können wir dann weiter forschen. So, Leute. In Goldorado gibt es durchaus anscheinend noch jemanden zu holen. Und zwar müssen wir dafür aber das Casino betreten. Also nicht direkt hier auf der Karte. Quasi. Sondern wir gehen da jetzt rein und dann sollten wir theoretisch eine weitere Quest haben. Oh, hier gibt es sogar mehrere. Mal gucken. Wir können uns ja alles mal anschauen. Darf ich euch die Schulter massieren, verehrte Yorkshire? Ich bringe euch Früchte da, oh Hochwohlgeborene. Die Göttin so unglaublich bezaubert. Herrlich, was seid ihr doch alle niedlich. Ui! Was ist denn hier los? Die wird ja von vorne bis hinten vertätschelt. Ha,
Hey, Winzling, hüte deine Zunge in der Nähe von der Glücksgöttin. Gosh. Glücksgöttin. Hör zu, Jungchen, das heißt, wer einmal in der Gunst der Göttin steht, dem ist das Glück hold bis zum Abwinken. Und nicht nur das, sie verleiht auf dem Schlachtfeld zusätzlichen Mut und Zuversicht. Crikey. Wow, die muss ja einen Charisma haben. Yes. Das ist ja großartig. Es wäre wirklich wunderbar, wenn du eine meiner Militäreinheiten anführen würdest. Oh. Ach, soll das etwa ein Angebot sein? Ich bin nur eine einfache Glücksspielerin und ich soll einen Angriff an vorderster Front führen? Klingt interessant. Montamen. Wer hätte das gedacht? Sie hat angebissen. Oh. Aber so einfach bin ich nicht zu überzeugen. Schließlich bin ich die Glücksgöttin und Götter verlangen nach Göttergaben. Gaben, nicht mal ein Wächter kriegt sowas. Also, ich hatte gerade daran gedacht, dass ich neue Schuhe brauche. Na super. Ich denke über dein Angebot nach, wenn du mir ein paar Designerstiefel besorgst. Was für eine seltsame Person, aber ich glaube, wir können uns auf sie verlassen. Naja, was soll's. Gehen wir diese Designertreter besorgen. Wir sollten theoretisch sogar welche dabei haben, ich bin mir relativ sicher. Mehr Material auf dem Basar ist sowieso ganz gut. Kann ich gebrauchen. Haben wir doch, oder? Ja, sogar ganz normal. Schon hergestellt, wunderbar. Excuse me. Sind diese Stiefel das, was du suchst? Oh. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Ich habe es mir überlegt, wie versprochen. Wow. Moment mal. Hat dein Land auch passende Ausrüstung zum Schutz unserer Göttin? Wenn nicht, dann werden wir dich und dein Angebot niemals akzeptieren. Ja, so sehe ich das auch. Ja, so sehe ich das auch. Gosh. Was? Ja. Ach, ihr wieder. Na schön. Also dann machen wir es so. Die nächste Gabe soll eine Tyrannenrüstung sein, damit ich zartes Pflänzchen unbesorgt aufs Schlachtfeld treten kann. Flipper. Was mischen sich diese Ja-Sager hier eigentlich ein? Hm. Muss an ihren Charisma liegen. Ja. Hoffentlich findet das kein Nachahmer. Egal, besorgen wir schnell diese Tyrannenrüstung. Na sowas. Also auch wieder so eine... an sich relativ nervige Quest. Ein Glück, dass wir auch da schon direkt eine haben. Wie praktisch. Hallo. Ist es das, was du suchst? Oh. Wow, beeindruckend. Huh? Hätte nicht gedacht, dass du das hinkriegst. Oh. Besser als erwartet. Aber... Ich frage mich, was ihr sonst noch so zu bieten habt. Wenn ihr mir noch eine weitere Gabe bringt, werde ich euch folgen. Flip it up! Darf es noch etwas obendrauf sein? Also, da ihr mit mir einen echten Fang macht... Wäre es nur gerecht, wenn ihr mir die wunderschöne Trugglatze darbringt. Was? Die Trugglatze. Oh Mann, ey. Was? Ist das so ein magisches Ding oder was? Womit man eine Glatze simulieren kann, obwohl man Haare hat? Es ist eine Trugglanze. Alles klar. Irgendwas Besonderes im Lanzenbereich also. Was ist los? Ach, nichts. Los, geht und holt mir meine Gabe. Die Glücksgöttin kann sehr launisch sein. Oh Mann. Oh Mann, das ist dann aber das letzte Mal. Holen wir diese Trugglanze, bevor ihre Hoheit es sich wieder anders überlegt. Ja, die Trugglatze, Leute. Definitiv. Ach ja, wir haben sogar hier was. Wow, die sind aber ganz schön stark. Krass, okay. Aber wir können bestimmt so selber welche herstellen und so oder so. Werde ich später mir das beste Equipment noch fertigen. Ist das die Lanze, die du suchst? Ah. Wirklich beeindruckend, muss ich schon sagen. Das ist so aufregend. Ah, jetzt, wo unsere Göttin die Lanze in den Händen hält, hat sie sich wohl entschieden. Was soll das heißen? Wenn Yorkshire mit der Lanze ihren Göttinnen-Tanz vollführt, dann bringt das unglaublich viel Glück. Das heißt dann wohl, dass Yorkshire sich schon entschieden hat, als sie die Lanze von den Jungen verlangte. Göttin geht weg. Yes. Ja, so ist es. Es wird Zeit, dass ich zeige, was ich außer der Glücksspiele noch so drauf habe. Du kannst dich echt glücklich schätzen, Junge. Hey, ihr da, macht euch fertig. Ihr werdet weiter meine Untergebenen sein und für mich arbeiten. Oh, Göttin. Wow. Ich dachte schon, wir werden hier zurückgelassen. Wir werden euch auf ewig folgen, oh Allglückliche. Yes. Junge, du bist wirklich vom Glück gesegnet. Wir sind nämlich auch nicht ganz nutzlos, weißt du? Geschafft, Evan. Da haben wir uns eine hübsche Truppe geangelt. Mm. Ich bin wirklich zuversichtlich, was das angeht. Ich heiße euch in Minneapolis herzlich willkommen. Sehr schön. Nummer 81 für uns. Bringt auch gleich eigene Truppen mit, hervorragend. Immer wieder gut. Und wer ist denn hier noch, bitteschön? An dem Tisch da drüben? Du hier? Nee, Herr? Jetzt kann ich mit dir reden. Heute klingeln im Casino wieder die Kassen. Das heißt massig Schotter für mich. Oh, der einzige Nachteil ist, dass ich zu beschäftigt bin, meinem Sohn ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Oh. Du hast also einen Sohn?
Ja, aber ich habe nicht viel Zeit für ihn. Deshalb wollte ich mich diesmal ein ganz besonderes Geschenk machen. Aber das ist nicht so einfach. Vielleicht kann ich behilflich sein. Meinst du das ernst? Das würde mir unglaublich helfen. Du müsst dafür allerdings nach Mechbaum gehen. Oh. Mechbaum? Wieso gerade dahin? Bei den Kindern sind momentan diese Abraka-Jojos aus Mechbaum total angesagt. Aber die kann man nur vor Ort bekommen. Gosh. Abraka-Jojos? Was soll das denn sein? Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht so genau. Aber es scheint sie in Mechbaum in einem Laden zu geben, der nur so High-Mech-Zeug verkauft. Ach ja, mach dir keine Sorgen um Geld. Daran soll es nicht mangeln. Ich tue alles für meinen Sohn. Na los, hier, nimm reichlich. Okay, alles klar. Alles klar. Cool. Verstanden, damit werde ich mich in Mechbaum auf die Suche machen. Ich bin gespannt, was für ein Spielzeug das ist. Ein tüchtiger junger Mann, das sieht man selten. Mein Sohn wird bestimmt begeistert sein. Okay, der Spielzeugverkäufer. Meine Güte. Alles klar. Gehen wir mal kurz raus. So. Das heißt ja, wir haben jetzt wieder weitere Truppen und so. Wir haben heute eigentlich auch ganz gut was geschafft, oder? Gehen wir erstmal zurück in unser Reich wieder und sammeln uns dort 81 Leute. Jetzt nähern wir uns also langsam schon dem 90er Bereich. Erstmal wird ordentlich einkassiert hier. So, okay, und das Materialienlager natürlich geleert, wie immer. Und es wird Zeit, dass wir erstmal hier die Forschung vorantreiben. Definitiv. Der Mietspert wird zugeteilt und wir kriegen damit die nächsten Nahkampfwaffen endlich. Das ist echt krass. Es scheint echt 10 Ränge zu geben. Das macht natürlich noch unglaublich viel aus. Hier haben wir sogar schon das Passende. Aber ich glaube wirklich, dass die einzige Voraussetzung wahrscheinlich dann der Rang 4 dafür ist. Vermute ich jetzt einfach ganz, ganz stark. Sehen wir mal. Das hier könnte man auch erforschen, aber fehlt noch was. Okay. Na gut, dann erstmal das hier. Das wird doch erstmal am meisten bringen. Bin mal sehr gespannt, wie weit das dann noch geht. Ich meine, mal 10 Rängen. Wir sind jetzt schon fast eigentlich auf dem Niveau von dieser legendären Klinge. Das ist eigentlich ein ziemlicher Witz, aber naja. Hey, wir können hier ein bisschen das Ganze erforschen noch. Genau, gehen wir nochmal ganz kurz die Forschung durch. Wir können ja unser neues Talent auch mal ganz kurz noch zuordnen. Achso, Meister für Bodencrew habe ich gar nicht. Müsste ich aber eigentlich haben, oder? Echt? Doch, du bist Bodencrew, aber... Ja. Achso, Meister. Natürlich, alles klar. Logisch. Machen wir mal das hier noch kurz. Ja, das Nautische Institut ist eigentlich so irrelevant geworden, theoretisch. Gut, du kommst auf jeden Fall auf diesen Bazar. Alle Gebäude sollen irgendwie zumindest mal besetzt sein, das wäre ganz schön. 3 sind es aktuell nicht. Die forschen weiter. Dafür, dass wir die Traumdimensionen ein bisschen besser durchschreiten können später. Hier kommen wir allerdings erstmal nicht voran. Wir können es allerdings mal erweitern. Das schadet jetzt nicht unbedingt. Flop, wunderbar. Es gab aber, glaube ich, gar nichts, was auf Fragezeichen war, oder doch? Ah doch. Hier, das könnte man erforschen. Tatsache. Na dann. An die Arbeit, Leute. Ich glaube, hier waren wir auch schon fertig, oder? Noch nicht. Doch, wir haben alles. Das heißt, die könnten theoretisch auch woanders hin, wenn wir möchten. Die Schreinereien hier sind besetzt. Im alten Dimensionslabor gibt es, glaube ich, auch nichts mehr, oder? Oh doch, hier gibt es noch Traumfänger 1. Ach so, dafür hat man nahezu göttlich damals gebraucht. Richtig, dann könnten wir das ja theoretisch mal umändern. Oh, du bist gerade noch in der Forschung. Gut, dann mache ich das irgendwann später. Alles klar. Ansonsten sieht es forschungstechnisch gerade eher mau aus. Nicht wirklich viel, was man tun könnte. Aber hier drüben wurde immerhin fertig erforscht. Kann aber sein, dass es hier auch noch offene Forschung gibt, was ich dann direkt in Angriff nehmen würde, je nachdem. Schauen wir mal. Ja, genau. Einfach himmlisch fehlt uns dann noch. Achso, die Expertise müsste noch stimmen. Dann würde ich sagen, ist das doch ganz gut für dich. Achso. Na sowas. Gerade haben wir bei den Knuffis nichts zu forschen, dann gehst du mal kurz hier rüber. Das reicht auf jeden Fall aus. Gut, Leute. Würde sagen, dann machen wir auch für heute Schluss. Und wenn es weiter so kräftig vorangeht, glaube ich, schaffen wir die 100 dann im Laufe der Woche auf jeden Fall. Und dann mal gucken. Ich denke, sehr viel lange wird es nicht mehr dauern, bis wir durch sind. Ich schätze mal, so ungefähr im Zeitraum zur E3 rum könnte es sein, dass wir fertig sind mit dem Spiel. Sehen wir mal, Leute.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2.